Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir müssen uns ein bisschen wieder ums Sägewerk kümmern. Das ist ja endlich angelaufen. Das heißt, da geht es jetzt auch vorwärts. Deshalb müssen wir mal Paletten laden. Und hier aufräumen, dass wir hier auch wieder Platz haben, dass die Produktion weitergehen kann. Das machen wir mal schnell. Ist voll hier. So, da hinten haben wir auch noch welche. Da fahren wir wieder von hinten dran, damit hier nichts anbrennt. Okay, hier hat er irgendwie eine Palette angefangen, die nicht da ist. So, die Paletten werden wir erstmal auf Halde legen. Also wir werden mit den Paletten im Moment noch nichts anfangen. Aber sie uns eben sichern, bis wir sie brauchen. Ja, da ist irgendwie was schief gelaufen. Oh. Also da hatte irgendwo eine Palette, die angefangen wurde, mitgenommen. Okay. Ja, so ist es halt. Können wir jetzt leider nichts dran ändern. Wir können mal da drüben die Kartonfabrik mit Paletten auffüllen. Weil da werden wir sowieso Paletten brauchen. Wenn ich hier jetzt aufladen mache, dann lädt er mir die Kartons auf. Das will ich gar nicht. So, vielleicht kriegt man es so hin. So, unsere Sojamilchproduktion läuft natürlich auch noch. Oh, wir müssen hier Hackschnitzel nachladen. Da müssen wir unbedingt dran denken. Was mache ich denn hier? Manchmal fahre ich einfach nur völlig bescheuert. So. Z. Ist das jetzt voll oder nicht? 40.000 geht da rein. Dann sagt mir hier mal irgendeiner, ob das voll ist. Ach, Mensch. Bin einfach zu dick, ich muss mehr Sport machen. ...40.000. Sieht so aus, als wäre das voll. Na, ja, genau das wollte ich nicht. Genau das wollte ich nicht. Mann, Mann, Mann.
Aber dann schiebt man das mal, wenn es geht, hier. Einfach mal in die... in den Unterstand rein. Na, geht doch. Na. Gut. So. Von dem Anhänger Paletten sind nur noch 6 über. Das ist ein bisschen schade. Aber so ist es halt. Aber wir werden genug Paletten bekommen. Also so viel kann ich euch verraten. Es ist jetzt kein Problem mit Paletten, dass wir Palettenmangel haben werden. Die Produktion von Paletten läuft nämlich sehr effektiv. Deshalb brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Achso, warte, ich kann ja hier. Weil diese Bretter sind auch schon wieder voll. Ey, das ist... Was hier an Brettern rausgeht... Oh, da hat die Hackschnitzel. Der Anhänger ist voll. Wann soll ich denn das alles machen? Weiß er jetzt schon nicht mehr, was ich zu tun habe. Einmal Y und dann machen wir mal X. Normal müsste die auch noch drauf gehen, genau. Mega, mega. Also eigentlich musst du nur, oder müsst ihr auch nur das erste Palettenwerk. Also wenn ihr das Palettenwerk hier aktiviert oder in Betrieb habt, dann ist das völlig ausreichend. Also jetzt natürlich nicht für eine Großproduktion, aber ich meine so vom... so generell, ja. Das erste Palettenwerk, das produziert so viel. Das ist völlig, völlig ausreichend. So. Dann hauen wir die mal darüber. Ja, 32.000. Verschluckt der mal einfach hier. So, aber das war's, glaube ich, jetzt auch erstmal vom Palettenwerk oder vom Sägewerk. Achso, nee, den, stimmt. Die Sägespäne im Hackschnitzel müssen wir noch wegräumen. Alter, wie der lenkt. Kann ich deshalb die... Guck mal, wenn der jetzt so fährt. Ah. Mit der einen Achse oben, da ist der viel besser zu fahren. Augenscheinlich. Also. Sieht zumindest so aus. Ich sehe. Wir müssen halt auch Jobs machen, die nicht so toll sind. Deshalb tut es mir irgendwo leid, dass ihr das hier mit angucken müsst. Aber eigentlich ist es auch cool. Weil aus dem Sägewerk werden wir später so viel Geld rausholen. Ihr werdet es nicht glauben. Wirklich. Sägewerk ist eine Goldgrube. So, ist hier kein automatisches Auffüllen an? Ach so. Ja. Ja. So.
So hätte ich das gerne. Oh, da kommt. Hier kommt irgendwie nie was raus. Das Sägewerk hier ist auch viel zu langsam. Ach nee, nicht immer andocken. So, jetzt bunkern wir hier nochmal das Sägespäne ab. Hackschnitzel. Sag ich mal, Sägespäne. Es ist auch nichts anderes wie Sägespäne, halt ein bisschen groß. So, und dann gucken wir mal. Das können wir nämlich dann in die Kartonfabrik bringen. Dass uns da die Produktion nicht aufhört. Mal gucken, wie viel da passen 100.000 rein. Das weiß ich. 25.000, ein Viertel voll. Das reicht auch für eine Weile. Okay. Dann bringen wir den Bandit hier mal wieder weg. Wir gehen gleich mal gucken, ob wir vielleicht inzwischen mal ein bisschen Gras mähen können für unsere Schafe. Nein, das war ein bisschen zu optimistisch. Ja, das war nicht schön. Da muss man ein bisschen besser hinfahren. So zum Beispiel. So ist es gut. So. Der Deutz hängt an unserem Schneidwerk. Bitte, bitte. Immer noch nicht. Also ich spule ja nicht viel. Oder eigentlich gar nicht vor zwischen den Folgen. Sondern ich lasse immer noch ein bisschen was laufen. So eine Stunde oder so. Aber dass es hier kein Gras gibt. Das ist sehr ärgerlich. Weil wie soll ich denn die... Wie soll ich denn die Schafe ernähren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich da Gras herkriegen soll. Nee. Ach, den hier haben wir. Stimmt, wir haben ja den beim. Den Masai von den Schafen abgezogen zur Sojaproduktion. Hier müsste jetzt inzwischen auch ein bisschen was drin sein. Nicht viel. 10.000 Gülle, 7.000 Milch, 2.100 Schweinefutter und keine Sojabohnen mehr. Also daran hängt's. Wir werden mal die Gülle einladen. Brauchen wir die Gülle im Moment? Die Milch könnten wir verkaufen, wenn wir einen passenden Trailer hätten. Haben wir aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben keinen Auflieger, mit dem wir Milch transportieren können. So ist es. Schade. Wir haben sogar die Ultima gekauft. Ist ja krass. Was wir alles haben. Aber ich möchte den hier mal... Warte mal, was sind denn... Hier sind doch... Da hinten ist doch der Viehhändler, oder? Ja.
Dann kann ich den hier nämlich mal zu den Schafen wieder schicken. Oder wir schicken den woanders hin. Aber dafür müssen wir erstmal aufladen. Könntest du vielleicht mal die Türe zumachen? Hallo? Ich würde mich ja gern drehen, aber... Warum kann ich mich hier nicht drehen? So, jetzt. So, weil es fährt sich einfach ein bisschen doof, wenn die Türe offen ist. Da ist ein bisschen viel Zug dabei. So, wir werden jetzt, wir werden noch was Neues anfangen zu produzieren. Ich werde hier jetzt Wasser organisieren. Und dann darf der Tracker hier, bis zur nächsten Folge an einen Zielort fahren. Und dann brauche ich da aber auch noch Wasser, Paletten. Paletten, Kartonpaletten und Mist. Also das war jetzt keine doofe Feststellung, sondern Mist brauchen wir noch. So einfach ist es. Ach komm, das fahren wir selber kurz. Genau, Mist brauchen wir dann auch noch. Oder Kompost. Das geht auch. Da hatte ich im Singleplayer schon ein bisschen was ausprobiert. Ich sag immer Singleplayer, das hier ist auch ein Singleplayer. Aber hier ist es natürlich nicht so viel Singleplayer, weil ihr mit dabei seid. Beim richtigen Singleplayer, da habt ihr nichts mit zu tun. Falsche Ding markiert. Ja, warte mal. Was können wir hier denn noch so anmachen? Aha. Also ich weiß ja gar nicht, was da alles draufstehen soll. Das ist so ein GPS, glaube ich. So, hier Rundumleuchte. Ah, komm hier. Nehmen wir mal der Schorsch mit. Schorsch, geht's los. Ja. Na ja, gut, gell. Aber nicht verraten, wo wir hinfahren, gell. Schorsch. Naja, der redet immer so wenig. Gell, Schorsch? Der könnte wenigstens mal Ja sagen. Schorsch? Selbst wenn ich schlecht fahre, den juckt es nicht. Der ist dem völlig egal. So. Also ich hoffe, dass wir bis zur nächsten Folge zwei Dinge erledigen, oder in der nächsten Folge zwei Dinge erledigen können. Zum einen eine neue Produktion starten. Einfach weil wir es können.
Die nötigen Sachen haben wir dafür. Und zum anderen endlich mal die Schafe füttern. Hoffe ich, dass wir das nächstes Mal können. Warte mal. Ich glaube, wir fahren anders. Ja, toll. Toll gemacht. Na, da muss das Schild halt jetzt dran glauben. Oh nee, das steht noch. Haha. Also, ich werde hier mal überführen. Heute eine bisschen kürzere Folge. Wir sehen uns dann Montag wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.